das 135. Graz-Derby zwischen GAK und Sturm. Ein Spiel, bei dem schon immer mit sehr viel Emotionen ans Werk gegangen wurde. Und wie 1969, das sehen wir hier, da musste ein enttäuschter Sturmanhänger, der auf einen Sieg seiner Mannschaft gewettet hatte, mit einem Hammel auf den Schultern durch die Stadt gehen. Und zwar mit der Aufschrift, wir zwei Hammeln haben an einen Sturmsieg geglaubt. Das stand auf diesem Schild. Ja, wie wird das heute sein? Beide Mannschaften brauchen unbedingt einen Erfolg. Der GRK, um wieder unter das Spitzentrio zurückzukehren, Spitzentour natürlich, Sturm wieder, um sich noch eine kleine Chance auf den Aufstieg zu erhalten. Und beim GRK leistete sich Trainer Miklavic sogar seinen Stürmer Erwin Dampfhofer, der im vergangenen Derby zwei Tore erzielt hatte, auf der Bank zu lassen. Verlieren war also verboten. Das war die Devise im heutigen Derby. 8000 Zuschauer im Casino-Stadion des GRK, also hervorragender Besuch. Der GRK in den roten Leibchen und roten Hosen, die Mannschaft, die dieses Spiel von Beginn an zu kontrollieren versucht, gut eingestellt von ihrem Trainer, von Miklavic, wie schon im ersten Derby. Sturm ohne die gesperrten Petrovic, ohne Schopp und ohne Marco, mit der ersten Möglichkeit, gleich nach wenigen Augenblicken, aber kein Problem für Goriuk, für den jungen Torwart des GRK, der auch Kapitän seiner Mannschaft ist. Je länger das Spiel läuft, desto besser kommt der GRK ins Spiel. Die Mannschaft wirkt bissiger, aggressiver, zweikampfstärker und Sturm versucht sich entgegenzustemmen und wenn es sein muss, eben auch mit Faust. Freistoß für den GRK. Vulic, Glieder und am verdutztschauenden Tormann Fischer vorbei, der da keine Chance hatte, bei der Flanke vielleicht etwas falsch reagiert hat. Zum 1:0 schon nach 6 Minuten. Torschütze Eduard Glieder. Hier sieht man noch einmal die Flanke. Herrlicher Kopfball ins lange Eck. Da schaut den Tormann immer schlecht aus, obwohl er eigentlich bei diesem Tor nichts dafür kann. Und weiter der GRK. Sturm läuft sich immer wieder fest. Der GRK viel schneller, mobiler und hier gestoppt durch Krassler. Eines der vielen Fouls und eine der vielen gelben Karten, die Schiedsrichter Kaupe in diesem Spiel zeigen muss. Insgesamt sind es gleich 6. Sturm versucht, über die linke Seite das Spiel aufzubauen, aber Sie sehen es fast in all diesen Zweikämpfen. Man kann sich kaum durchsetzen und wenn, dann ist die sehr aggressive, bissige GRK-Abwehr zur Stelle, aber auch hier gibt es einige Male gelb, hier zum Beispiel für Hütter. Die wenigen Möglichkeiten bringen wenig. Hier einmal Hörmann, der selbst ins Spiel kam mit einer technischen Einlage und Postwende dann, aber ein schlechter Schuss weit über das Tor. Der GRK weiterhin die klar spielbestimmende Mannschaft. Gewinnt fast jedes Laufduell. Und man darf auch einmal drüber schießen. Dafür haben die Fans auf dem GRK-Platz hin und wieder auch Verständnis. Sie haben ja für dieses Spiel ja die Parole ausgegeben. Der GRK kommt in die erste Division und wir werden Sturm ähnlich wie im ersten Derby wieder besiegen. Im ersten Derby zu Beginn dieser Aufstiegsplayoff gab es ja auf dem Sturmplatz ein 0:2. Freistoß Kecke, er ist ja ein Spezialist für Freistöße, ein Aufsitzer, Fischer lässt aus, da ist Holzer und so paradox es auch klingt, der Mann, der von Sturm eigentlich abgegeben wurde, weil er nie Tore erzielen konnte, der schießt das Tor für den GRK zum 2:0. Harald Holzer nach dem Freistoß von Keck. Gefährlicher Freistoß, ein Aufsitzer, Fischer schlägt den Ball kurz weg, keiner reagiert und Holzer in aller Ruhe ins lange Eck und 2:0 schon nach 22 Minuten. Eine schnelle Vorentscheidung scheint sich in diesem Spiel anzubahnen. Jetzt erwartet man natürlich, dass sich die Mannschaft von Sturm aufbäumt. Schließlich und endlich geht es ja wirklich um sein oder nicht sein, ob man eben in Zukunft wirklich im großen Fußball noch mit dabei ist. Davon aber keine Rede. Offen wie ein Scheunentor die Abwehr. Und Hartmann übersieht den völlig freien Glieder in der Mitte und schießt den Ball zum Glück für Sturm über das Tor. Jürgen Hartmann, der ja von Innsbruck zum GRK vorerst einmal verliehen wurde, den man ja sehr gerne beim GRK behalten würde. Und immer wieder sieht man dieses konsequente Vorchecking des GRK. Sturm kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Wettel weit zurückhängend, frischt den Ball einfach auch nur weg und der GRK versucht es immer wieder mit langen, weiten Pässen, um die unsichere Sturmabwehr aufzureißen und auf seinem Platz hält es überhaupt nie Trainer Miklavic. Aber er hat
der Mannschaft ein taktisch sehr gutes Konzept für dieses Spiel mitgegeben. Kovacic, Handspiel von Milanic, aber Schiedsrichter Kaup wird hier zu Recht nicht gepfiffen, denn auf dem eher unebenen GAK-Boden ist ihm da deutlich der Ball zur Hand gesprungen und nicht die Hand zum Ball gegangen. Das war die letzte aufregende Szene vor der Pause. Die GAK-Fans höchst zufrieden, 2:0 nach den ersten 45 Minuten. Und dann kommt jetzt Spirk, der frühere GAK-Spieler. Vielleicht rechnet auch Jürgen mit einem ähnlichen Effekt wie bei Holzer. Er kommt für Kofler. Jetzt erwartet man eine totale Offensive von Sturm, aber sie bringen wenig. Sie spielen kraftlos, sie spielen ohne Ideen und man fragt sich wirklich eigentlich, ob sich die Spieler, die nach wie vor immerhin nicht knapp bemessene fünfstellige Monatsgagen kassieren, sich jemals Gedanken machen, wo ihr Präsidium das Geld herbekommt bei diesen Leistungen. Man hat fast das Gefühl, dass man hier auch den Faktor Verantwortungslosigkeit den Spielern gegenüber sagen kann. Denn was sie hier bieten, ist wirklich alles andere, denn Erstligerei. Der GAK schneller in seinen Ideen und auch im Ausführen. Holzer mit seiner zweiten Möglichkeit nur knapp am Tor vorbei. Bis jetzt noch keine wirkliche Chance für Sturm und schon fast eine Stunde gespielt. Dann Donhoff einmal mit einer guten Flanke. Da ist Wettel und hier rettet Goriup vor dem möglichen Sturmtor. Kopfball von Wettel, 57. Minute, bemerkenswert, so lange dauert es, bis erstmals wirklich torgefährlich auf das Tor gespielt wurde. Aber Goriup hat gehalten. Hier wieder Foul von Grassler an einem vorbeieilenden GAK-Spieler und das kann bitter werden für Grassler, denn er hat schon gelb und da bleibt Schiedsrichter Kaupe nichts anderes übrig. Noch einmal gelb, das zweite Mal gelb, bedeutet aber rot und das heißt Sturm für die letzten 30 Minuten nur noch mit 10 Mann. Und da reagiert Miklavic sofort. Sturm geschwächt in der Abwehr, sofort kommt ein weiterer Stürmer. Und zwar kommt Dampfhofer ins Spiel mit frischen Kräften für Harald Holzer, den früheren Sturmspieler, der mit viel Beifall vom Publikum verabschiedet wurde. Und außer Rand und Band die Sturmmannschaft. Der GAK spielt förmlich Katz und Maus jetzt mit Sturm. Man rangelt sich fest, kann sich aber kaum mehr durchsetzen, bringt den Ball kaum heraus, immer wieder ein Geplänkel nur. Teilweise wird hart hineingestiegen, aber es war kein hartes, wirklich unfaires Spiel. Einfach ein Fußballspiel, bei dem vor allem der GAK so gekämpft hat, wie man kämpfen muss, um weiterzukommen. Und dann eine Szene, die ins Kuriosenkabinett gehört. 3:0 nämlich. Das, was niemand für möglich gehalten hat, dass aus dieser Szene noch ein Tor wird. Aber Edi Glieder hat das geschickt erkannt. Schauen Sie sich das in der Zeitlupe mit unserer zweiten Kamera an. Was Fischer sich da gedacht hat, ich weiß nicht. Er hätte den Ball leicht wegspielen können und Edi Glieder erwischt den Ball gerade noch fast parallel zur Torautlinie stehend und schiebt ihn geschickt hinein ins lange Eck und da hechtet spektakulär noch Dampfhofer nach, aber der Torschütze heißt Glieder, sein zweites Tor in diesem Spiel und die GAK-Fans feiern bereits diesen klaren Erfolg und die Sturmmannschaft, die ist völlig auseinandergefallen und sie hat Glück, dass es schlussendlich nur beim 4:0 bleibt, denn dieses Tor sehen wir jetzt, es hätten gut 5 oder 6 werden können. Kovacic besorgt das 4:0, das ist der Endstand, ein klarer Sieg für den GAK. Beim GAK jubelt man bereits verständlich. Wir sehen hier dieses Tor noch einmal, das zeigt, wie sehr auseinander geraten die Sturmabwehr, die ganze Sturmmannschaft in diesem Spiel ist und ins Debakel schlickert. Der GAK jubelt, Sturm muss bereits für die zweite Division rüsten. Wir werden die zweite Division mit Amateurbetrieb bestreiten. 3 routinierte Spieler. Eines kann ich sagen, Milanic müssen wir halten. Und 2, 3 andere ältere Spieler und das andere alles unserer Jugend. Und ich bin überzeugt, mit unserer Jugend schaffen wir wieder den Aufstieg. Wir haben auch heute alle zusammen mit mir und Mannschaft gesiegt gegen SK Sturm 4:0 und ich bin sicher sehr zufrieden. Aber uns wartet noch viel Arbeit, wir haben noch 5 Spiele und in diesen 5 Spielen müssen wir weiter kontinuierlich Ergebnisse machen wie bis jetzt. Edi Glieder heute zweifacher Torschütze, vielleicht kurz zum zweiten Tor. Können Sie das noch einmal schildern? War ein bisschen kurios. Haben Sie da noch gedacht, den Ball ins Tor zu treffen? Natürlich habe ich nicht mehr dran geglaubt, ja. Ich habe natürlich mit dem Ball schon vorher gerechnet vom Aleš Cseh. Er hat dann ein bisschen später gespielt, da müssen wir erst umdrehen, ob ich überhaupt im Abseits bin. Und bin dann auf den Ball gesprintet, der Torwart hat auch nicht genau gewusst, glaube ich, wie er dran ist und hat ein bisschen zögert und dadurch bin ich noch mit dem Spitzel vor ihm gekommen und habe dann aus dem schrägen Winkel reingebracht. Das ist natürlich wirklich so am Winkel genau drauf geschossen. Ja, Spiel 3 auf dem Totoschein, also 4:0 und gib
1, der GAK hat alle Chancen auf den Aufstieg gewahrt. Sturm muss für die zweite Liga planen. Damit auch hier auch alle Ergebnisse, denn die anderen Spiele haben schon gestern stattgefunden. Mödling Linz 3:2, LASK Leoben 1:0 und Ried gegen Favoriten AC 4:1. In der Tabelle Mödling klar vorne, dann der GAK wieder Zweiter und auch noch der LASK mit Chancen. Ab Sturm wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen für den Aufstieg. Zwei Mannschaften qualifizieren sich ja für die 10er Liga.